Neupolz, Position ist da und der ist drin. Das wird dir gut tun. Daher probates Mittel hier. Neupolz und drin ist er, abgefälscht. Dritte deutsche Tor, Melanie Neupolz, meine ich, ist es gewesen. 28. Minute. Verhaltener Jubel, so empfinde ich es wenigstens ein bisschen, ob da nochmal gecheckt wird, aber wir haben ja hier keinen Videoassistenten, keine Videoassistentin. Also Schüller war offensichtlich noch dran. Und aus dieser Perspektive kann ich jetzt nicht erkennen, aber ich glaube, es war keine Abseitsposition. Jetzt Ach, da war ein Handspiel noch und das war abgefälscht von einer Portugiesin. Aber gut, Ball ist im Tor. Dann zählt der Treffer. Sah so aus, als wenn Lea Schüller dran gewesen wäre. Also 3:0 für die deutsche Mannschaft. Jeden Laufweg jetzt, vor allen Dingen immer wieder in die Tiefe. Neupolz, Position ist da und der ist drin. Das wird ihr gut tun. 79. Minute, 5:1. Die Müdigkeit sich dann doch breit macht mittlerweile in der Mannschaft Serbiens. Können nicht mehr permanent den Fuß reinstellen. Das ist der fortlaufenden Spieldauer jetzt geschuldet. Physisch sehr anspruchsvoll, was sie hier bislang gespielt haben. Und klar, das